einen schönen guten Abend, meine Lieben. Ich melde mich heute mal zur Abwechslung spät nachts aus Phuket. Ich war den ganzen Tag unterwegs heute, habe wirklich viele, viele Kilometer gelaufen. Unter anderem war ich, und das war das eigentliche Highlight heute, nochmal bei Southside MMA, da ich ja mit dem Daniel Dörrer abgemacht habe, dass ich eine Private bei ihm machen würde. Der Armin Salkic hat sich angeschlossen, der ist dann in die Muay Thai-Klasse gegangen, den werde ich euch jetzt auch ein bisschen zeigen und dann auch gleich mal zeigen, wie so eine Muay Thai-Klasse bei Southside MMA abläuft. Und es war schon wirklich beeindruckend, mit einem Mann zu arbeiten, der nicht nur bei uns im Professional Judo in Deutschland Champion war, sondern der insgesamt 24 MMA-Kämpfe wirklich auf der ganzen Welt auf dem Buckel hat, unter anderem in Deutschland bei GMC und bei Respect FC, wo er bei Respect FC in 3 Kämpfen eine 100%ige K.O.-Quote. Also ist schon ein Mann, der echt gut hauen kann. Und seine letzten Kämpfe hat er hier in Thailand gemacht. Und zwar bei BKFC, also oder allgemein im Bare Knuckle Fighting, unter anderem bei BKFC. Also als BKFC in Thailand war, hat er da auch einen Kampf gemacht, hat bisher alle Kämpfe gewonnen. Schon echt ein starker Mann, also mit über 230 Kämpfen, die er im Vollkontakt hat, ist der Daniel natürlich schon eine echte Hausnummer, lebt mittlerweile seit 7 Jahren hier in Thailand. Und hat sich jetzt bei Southside MMA wirklich ein schönes Zuhause gemacht, ein gutes Zuhause gefunden. Ich habe mich nach dem Training heute auch lange mit dem Wrestling Coach dort, mit dem Josh unterhalten, der auch nur voll des Lobes war über alles, was der Daniel für Southside MMA in Southside MMA macht. Unter anderem laufen dir dann so Leute wie DJ Jackson über den Weg, achtfacher IBJJF-Weltmeister, also schon wirklich ein echter Knaller, also nur wirklich Knaller-Leute, Knaller, gute Crews, Coaches, Trainer dort bei Southside MMA. Und es war für uns oder für mich ganz interessant, mal heute so ganz grundlegende Techniken vom Daniel nochmal nach über 40 Jahren Kampfsport vollkommen simpel erklärt zu bekommen. Wir sind uns in vielen Dingen sehr, sehr einig, aber er hat mir doch wieder heute ein paar neue Perspektiven aufgezeigt, vor allem was das Schlagen angeht, das Striking, was ja momentan gar nicht mehr eigentlich so auf meiner Trainingsagenda steht. Aber trotzdem hat er es echt gut hinbekommen. Ich habe eine komplette Stunde mit ihm gearbeitet bei 32 Grad, war das natürlich schon eine Herausforderung. Es war schon echt knackig, die Einheit mit ihm. Also zumindest für mich. Für ihn glaube ich jetzt nicht so mega, aber für mich auf jeden Fall. Und dann hatte ich noch ein bisschen Zeit und habe noch bei der Muay Thai-Klasse zugeschaut, wo der Armin vom German Top Team Herrenberg zugegen war. Habe da noch ein bisschen zugeguckt und muss schon sagen, das ist schon echt richtig gutes Thai-Training, was die da machen. Und so insgesamt denke ich mal, wenn man sich die Leute so anschaut, also mit dem Danny Sisti hatte ich ja letzten Samstag das Vergnügen, ja, wenn man so sagen will. Der Danny auch, glaube ich, 11-facher Weltmeister, DJ Jackson 8-facher Weltmeister. Das ist schon echt heftig, auf welchem Niveau da die Leute sind. Der Josh, der Wrestling-Coach, von Southside MMA auch ein begnadeter Ringer, sehr erfolgreich. Und da muss man schon wirklich sagen, wenn man sich die Leute im Training anguckt, das ist schon echt knackig dort. Und das Training heute mit dem Danny Dörrer, das hat mir echt gezeigt, dass der Danny da wirklich gut aufgehoben ist. Er hat genau die richtigen Leute um sich rum. Er hat da genau die Leute um sich rum, die ihn auf seinem weiteren Weg, in seiner weiteren Karriere echt pushen, unterstützen können. Und die Erfolge geben ihm ganz klar recht. Also wenn man sieht, er hat jetzt die letzten Kämpfe unter anderem auch im MMA bei der Mongkol World Championship, auch in Thailand, auch natürlich wieder durch K.O. gewonnen, also vorzeitig. Also heute hatte ich wirklich mal die Gelegenheit, mit dem Man
with the Iron Fist zu trainieren. Und er hat mir auch erklärt, wie das funktioniert und wie das geht. Und ja, ich will es gar nicht lange spannend machen. Ich bin jetzt dann eh gleich damit beschäftigt, die komplette fünfte Episode zu schneiden. Schaut es euch einfach an, macht euch selber ein Bild vom Training bei Southside MMA. Links wie immer unten in der Description und lasst bitte ein Like für das Video da und abonniert unseren Kanal. Ich wünsche euch was. Gute Nacht. Yeah.
Warte Muay Thai Session hier. Kommt weg nach Erkältung. So schmeckt's am besten. Los.